und Tool. Hallo und herzlich willkommen hier aus Saint-Tropez. Er ist doch ganz gut geworden. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindwort. Wir dürfen heute das Monster fahren. Das ist ein kleiner Monster. Und zwar der Nissan GT-R Nismo. Ja, mit 600 PS. Serienmäßig, ja. Noch nichts gemacht. Basisfahrzeug. Ich finde schwarz am besten. Ja. Ich weiß, finde ich die nicht so schön. Die sind so ein bisschen... sieht ein bisschen zu brav aus. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich finde die in schwarz oder in so einen schönen Blau. Finde ich die auch nicht schlecht. Ja. Ich glaube, der Nismo gibt es nicht in Blau, aber der neuen GT-R gibt es in Blau. Sehr schöne Farbe. Also, die erste Umbaumaßnahme haben wir schon gemacht, und zwar die Priorzen-Aufkleber drauf gemacht. Zum Nissan GT-R Nismo. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich finde das Auto einfach nur fett. Ja. Also, der sieht schon aus, als wenn der von uns kommen würde. Das ist schon Spoiler ohne Ende. Was ich nicht schön finde, ist, dass er die Lippe so gebogen hat. Aber das zeigen wir am Ende von dem Video, was wir aus dem Nismo so machen werden, ja, oder würden. Aber vielleicht könnt ihr das als Kommentar hier schreiben, ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Spoilertechnisch finde ich hier cool. Ich würde nichts ändern. Die Frontlippe würde ich ändern. Zack. Boah, allein diese Sitze, die fetten uns. Aber der hat 4 Sitze. Nur auf 2 kann man sitzen. Weil ich weiß nicht, wie man. Oder? Wenn man ganz kleine Kinder hat, geht's. Aber ich kriege meine Füße nicht da rein. Ist er so fest? Oh, okay. So. Also da kriegt man keine Beine rein. Das weiß ich auch. Guck mal, die sitzt sogar in Carbon. Guck mal hier von hinten. Schön matt. Ich mag irgendwie auch mattes Carbon. Ja? Ich glaube, die sind nicht mal lackiert, so wie es aussieht. Die sind nicht mal lackiert, sondern so kommen die aus der Form raus. Schön. Sehr schön. Echt cooles Auto, was wir jetzt auch fahren werden. Echt? Ja. So. Bei dem Auto das erste, was er macht, anschnallen. Mhm. Oh, hier, Alcantara-Lenkrad. Fetter Ding. Yes. Oh, Napa-Leder. Was ich schön finde, ist bei dem Facelift-Modell das Navi. Ja, mhm. Das ist ein bisschen anders. Hier sieht er ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Dachos sind gleich. Oh, hier Alcantara, guck mal, wie schön. Ja. Ich find's cool, also wirklich. Wer hätte das gedacht, dass der Belzec... Auch hier drin alles Carbon, ne? Ah, ja, genau, das ist ja auch alles dieses matte Carbon, finde ich sehr schön. Ja. Oh, hier ist irgendwas, guck mal, kann man das sehen? Ich glaube, ein Lufteinschuss oder sowas. Mhm. Ne? Hat irgendeiner nie so perfekt gearbeitet? So im Großen und Ganzen ist das Auto schon fett verarbeitet, also gar keine Frage. Mich wundert auch, dass die wirklich die Nähte, alles richtig, richtig perfekt verbaut ist.
oder genäht ist. Ja, also wir haben schon öfter europäische Autohersteller gehabt, die das nicht so schön hatten. Hier zum Beispiel die ganzen Nähte und so weiter. Guck mal hier. Ja, dass alles perfekt gerade ist. Dass das Leder, also auch an den Kurven, Ecken und Kanten, schön gerade ist. Ja? Ja. Nicht so zusammengequetscht etc. Ne? Das ist natürlich das, was man im Auto sieht. Mir ist zu hart, das Ding. Ich muss auch voll. Komfort gehen. Warte eine Sekunde. Entschuldigung. So, ich muss auf Komfort gehen. So. Viele werden sich wundern, dass der Belzec so lange Haare hat. Ja? Oder sagen hier, Belzec kann sich keinen Friseur leisten. Nein, ich werde mir die Haare etwas länger wachsen lassen. Ja, so dass ich hier nach hinten so ein bisschen nach hinten mache. Weil mich hat immer gestört. Mhm. Ich habe die Frisur schon seit 100 Jahren. Aber seitdem ich die Videos mache, ja, ist das so. Boah, der Knüppel hat das voll. Ist mir aufgefallen. Immer wenn ich nach dem Friseur, ich sag mal, Video drehe, habe ich hier so irgendwie manchmal so. Ja. Komische, meine Haut sieht man so, vorsichtig gesagt, ja, und das mag ich nicht. Deswegen, ich lasse es ein bisschen wachsen und wenn das soweit ist, dann wird hier oben so ein bisschen angepasst, etc. Aber Schluss mit der Frisur hier vom Belzec. Keine Seiten auf Null mehr, ne? Keine Seiten auf Null mehr, ja. Blinker, sehr angenehm, ich weiß. viele sagen, der Belzec ist ein Blinker. Nein, aber es ist schon wichtig, ja, wenn du viel in der Stadt fährst, ja. Oder Autobahn links immer, ne? Das nervt. Manche riechen richtig laut, die Dinger, ne? So, der Markus Brömler hat mir gesagt, Belzec, wenn das Ding auf 75 Grad steht, ja, mach so. Hier so. Mach hier. Oder was hier? Hier. Wenn das Ding auf 75 Grad steht, darfst du etwas schneller fahren als sonst. Das heißt etwas. Etwas viel schneller. Also, ja, kann ich loslegen. Wir sind bei 51. Ja. Es ist erstaunlich gut, was für eine Straßenlage das Ding hat. Ist von hart, wirklich trüppelhart. Also für mich persönlich, für jeden Tag. Jetzt ist Komfort, ist okay, glaube ich, oder? Ein bisschen besser? Ist besser, aber ist trotzdem hart. Ja, gut, ist auch ein Rennen. Ja, klar, aber. Ist ja kein. Kein Vergnügungs-, doch Vergnügungs-, das Vergnügungs- ist ja schon, aber ist ja kein, wie nennt man das? Ja, ein typisches Alltagsauto zur Arbeit und zurück. Ja. Wäre ja auch viel zu schade. Jetzt fahren wir auf die Autobahn, meine Freunde. Das Gute ist bei dem Auto, einfach nur lenken. Lenken und Gas geben. Ich weiß, der Olli fliegt jetzt durch die Scheibe. Ja. Aber das Auto, das ist unnormal. Halt, wirklich. Ja. Wie viel waren wir jetzt in der Kurve? Was? Wie viel waren wir jetzt in der Kurve? 90. Alter. Ja. Sexy, das Ding. Ich liebe dieses Geräusch, ne? Das ist Pfeifen, hörst du das? Ja. Also hört man es im Video? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Bad Boys, Bad Boys hinter uns. Sind da Bad Boys? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie will Ärger. Bad? Jetzt will ich das selber so lesen. Warte, da hat ein Kennzeichen aus Belgien. Achtung. Ach. Babylon. 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 Ist das irgendwas Bad Boys oder was? So. Aber geht, ne? Geht. Ich Dreck am Schwitzen im Auto. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Der Sound, das hört sich ein bisschen Hardcore-Trompeten, wie er ins Ohr so ballert. Also der ist schon so, wie sagt man, penetrant, dass der wirklich ins Ohr direkt ballert. Ja. Und du denkst, die Felgen reißen gleich ab. So viel dampft das Ding.
ziemlich voll. Ja. Ja. Wahrscheinlich, dass wir so viele Autos vor uns haben. Das hätte ich dir gezeigt, wie der in der Kurven hält. Ja. Nämlich sehr gut. Aber das sind ja Autos vor uns. Das geht nicht. Wie sagt man das? Sicherheit geht vor, meine Freunde. Ich habe gedacht, hier wird es ein bisschen leerer, die Landstraße, aber ist auch voll. Geil. Geil, also Leute, das ist wirklich sexy. Also der, der so ein Nissan GT-R hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja. Das ist das Glücksgefühl, ne? Jetzt sind wir von 0 auf 100. Jetzt machen wir von 0 auf 100. Sollen wir? Ja, machen wir. Okay, warte, hier gibt es glaube ich irgendwo ein Tacho. Hier. Achtung. Tacho. Ja, okay. Alter. Das ist. Das ist. Das Ding ist brutal, Junge. Brutal. Wenn man so macht, zack, Automatik. Achtung. Schalter drückt zack auf den sechsten Gang und Chili Melli Vanilli. Ja, der wiegt 1,9 Tonnen. Ja. 1,9 Tonnen. Sag mal, dafür, dass er so viel aus Carbon ist, ist das immer noch viel. Ich will mir nicht vorstellen, wenn man hier so 300 Kilo abspeckt. Boah. Ich weiß zwar nicht wo, an was sollte man sparen, aber irgendwas muss hier schwer sein. Weil das Auto ist ja nicht so groß, aber wenn das so Ferrari-Gewichte erreichen würde, das würde dann glaube ich echt. Wäre glaube ich vorbei. Aber ich muss eins sagen, das ist jetzt kein Scherz, ich fühle mich in dem Auto sicherer als in dem Ferrari 488. Ja? Ja. Warum? Ich weiß nicht, ich fahre das Auto wirklich 200. Super stabil, wie auch der X5 M, was wir letztens gefahren haben. Ja. Super stabil. Der Ferrari, was soll ich machen? Immer so, ne? So, zum Beispiel, mach so. Der ist mir immer wieder ausgebrochen. Ja. Auch bei 200? Hä? Auch bei 200? Ja, aber so bei 170. Hast du ja durchgedrückt? Ich habe das Gefühl gehabt, nicht so 100% stabil zu sein. Okay. Ja, wie bei dem zum Beispiel. Ehrlich, jetzt kein Scherz. Also. Ich sag's nur, meine Meinung, mein Gefühl, mein Empfinden. Was war so generell das beste Auto, was du gefahren bist? Das beste Auto, was ich gefahren bin? Ja. Der McLaren. Ja. Das höchste Auto, was ich gefahren bin, ja, war 320 mit dem McLaren, was ich hatte. Echt? Ja. Und ehrlich, das Auto war scheiße stabil. Wirklich unglaublich. Viele beschweren sich wegen McLaren und hier und her und das, aber ich nicht. Ich war so begeistert von dem Auto. Echt so gut? Voll. Das war von dem ganzen, sag mal, Sportwagen oder Luxus-Sportwagen, ja, das günstigste Auto, was ich hatte. Ich hatte den Huracan, ich hatte den Ferrari 458, 488, alles mögliche schon. Ja? Aber der McLaren war der günstigste und hat sich am besten gefahren. Nur, was er so ein bisschen, was er mir gefehlt hat, die Emotion, also Sound. Ja, das weiß ich. Der war ziemlich leise. Ja. Ja. Okay, beim Start war der natürlich wie ein Kaltstart, okay, war der laut, aber so danach war der. Ja, genau. Also, wenn du angemacht hast, so die ersten 30 Sekunden war der laut. Und dann war der ganz, ganz, ganz leise. Ja. Ich weiß, in der Stadt sollte man nie so extrem auffallen, aber so ein bisschen. Ja. Der GTR zum Beispiel, ja, der hat so einen dreckigen Sound. Die M-Modelle auch von BMW, die haben auch so einen dreckigen Sound. Ja, so. Das hat mir bei dem McLaren gefehlt. Einfach frei. Was da haben wir? Scheibenkleister. Guck mal, das Auto hält. Da passiert nichts. Du kannst sogar die Hände loslassen von Lenkrad. Ja, das ist 170 waren wir, ne? Was? 170 waren wir, ne? Ja. Weißt du was? Wir bräuchten so ein GPS-Messsystem. Ja. Ja, da fahren wir 100, 200 und so weiter. Muss man bestellen.
machen. Würde mich selber auch interessieren, so, ob das so stimmt, wie es stimmt. Wie gesagt, dicke Anlage. Man kann sich super schnell mit dem Smartphone verbinden. Einwandfrei, wirklich. Man sitzt hier rein, zack, alles verbunden. Es gibt Autos, wo das nicht so ist. Ja. Kriege ich den fürs Wochenende? Kriege ich den fürs Wochenende? Ja, klar. Das ist das 78. Wochenende dieses Jahres. Kalenderwoche 78. Danke. Da kannst du eine ganze Woche haben. Einen ganzen Monat. Echt? Ja, den 13. Monat dieses Jahres kannst du haben. Geil. Ja, kilometerfrei und Tankgutscheine ohne Ende. Liebe Abonnenten, fährt man sowas mit 19? Nein. Obwohl der auch nicht schon alles gefahren ist von uns. Ja. Außerdem mir klar. Warum? Da ist noch kein Führerschein. Ah ja. Aber ich hätte Lust auf einen 27er. 27S McLaren. Oder eine neue G-Klasse. Oh. Oder die neue G-Klasse. Die neue G-Klasse ist auch hardcore geil. Ja. Ich habe einen Anruf bekommen, letzte Woche war das. Ja? Und zwar von dem Herr Watzki, von der Motorshow in Essen. Ja. Essener Motorshow heißt das ganz genau. Und so wie es aussieht, wird die Messe stattfinden. Ja. Und das ist sexy! Da wird der Audi 80, nein, Audi Coupé gezeigt. Und? Was noch? Bei GP wird der Golf 2 stehen, den wir umbauen mit Kisa. Also, was der Markus Brömmler von Nissan Brömmler mir gesagt hat oder angeboten hat, wird kein Mensch glauben. Ich als vorsichtiger Fahrer im Straßenverkehr soll mit ihm zusammen auf die Rennstrecke. Ich würde hier wirklich sehr wenig ändern, außer ein paar Teile. Felgen ändern wir nicht. Ich finde die sehr gut, sehr schön. Sieht so nach Nismo aus. Sehr japanisch, sag ich mal so. Ja. Ne? Gut. Ne? So, wir fahren jetzt nach Hause. Beziehungsweise nicht nach Hause, sondern in das Hauptquartier. Und wer noch nie einen Nissan GT-R gefahren hat, muss unbedingt einen fahren. Wo kann man denn fahren? Nicht bei uns. Also wir lassen, also ich lasse niemanden mit dem GT-R fahren. Warum? Weil das nicht versichert ist. Aber bei einem Nissan Brömmler kann man einen Nissan GT-R fahren. Wer auf sowas steht, der muss auf jeden Fall den GT-R von Brömmler fahren. Mit 700 PS. Mit nur 700 PS. Da, die Stufe 2 ist 920 oder 940, hat er gesagt, ne? Ja. Ich will ihn gar nicht fahren. Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er noch schneller geht als das, was wir gefahren sind. Nur, ich glaube, Nismo sollte man nicht umbauen. Nismo ist so, ja, ich glaube, irgendwann werden die sehr viel Geld wert sein. Mhm. Und sie hat den Schlüssel ein bisschen schöner gemacht, weil das sieht aus wie Navara, ne? Navara. Nun, GT-R steht hier drin. Aber so sieht das aus wie ein Nissan Navara. Schöner. Sechszylinder. Ja, schön poliert, das Ding. Ja. Ein Turbochen, zwei Turbochen. Finde ich schön. Ich hätte das in Carbon gemacht, ne? Was denn? Ja, ne? Jo. Aber Motorhaube ist nicht aus Carbon, oder? Nein. Selber gucken. Nee. Nee, ne? Aluminium. Amelonium. Amelonium. Das ist Amelonium. Ein Pole sagt Amelonium. Da gibt es so ein cooles Video übrigens in Polen. Amelonium. Ja, weißt du, was geil wäre? Komm mal her. Hier. So eine Heizung. Ja. Ja? Ne? Mhm. Wofür? Die meisten wissen das. Weil hier hinter sammelt sich unnormal viel Hitze. Ja? Und die muss raus. Nissan hat zwar so kleine Schlitze, Minischlitze da eingebaut, aber das ist viel zu wenig. Wenn wir hier noch so Kim hier einbauen, wie Porsche GT3 RS zum Beispiel, ja, würde das, glaube ich, viel schöner sein. Und hier vielleicht etwas größere Luftanlässe. So. Mhm. Der Markus Brömmler meinte noch, ob man die Kurzwühl vorne um, ich glaube, 1 cm, 1,5 cm breiter machen könnte,
Gar kein Problem. Alles machbar. Alles machbar. So nicht anders. Ich will sagen, jetzt zeigen wir am Ende das Video, was wir gesagt haben mit der Lippe gerade, Heckspoiler und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten ändern. Und ja, ich glaube, das wird das nächste Projekt nach dem Sommer. Die Kleinigkeiten, die ich da ändern wollte, das machen wir jetzt noch zum Schluss am Computer. Ja, also das ist ja die originale Front von dem Nissan GT-R Nismo. Dann ist die gerade, ja, so oder so. So oder so. Ich finde, dann entsteht hier ein Riesenbrett, aber man kann das natürlich ändern, indem man das so zum Beispiel baut. Ja, dann ist da so ein bisschen alles ja, unterbrochen und so weiter, damit keine riesigen Flächen entstehen hier. Ja, mit Cupwings, schaut mal, das sind Kleinigkeiten. Wir haben ein paar Cupwings angebaut und hier oben so Kiemen am Kotflügel. Ja, und jetzt kommt eine dicke Prior Design Frontspoiler-Lippe an die Originallippe. Ja, also an die Originallippe vom Nismo. So ein Riesenbrett noch dazu. Original. Ja. Das war nur gerade gemacht, die Lippe. Kiemen. Die Lufteinlässe, meine ich. Hier kommen so schön große Kiemen. Dann ist die Luft auch raus, wie der Markus Brömmler das erzählt hat. Ja, hier ist die Lippe, die etwas nach oben geht. Ich dachte, das ist die Belzec Hardcore-Lippe. Ja, finde ich sehr krass. Auch die Seitenschwelle, Achtung. Die kommen unter dem quasi originalen Nismo-Schwelle. Heck, was mir nicht gefallen hat, dass der die Füße auch wieder zusammen hat. Ja, ich hätte die auseinandergebaut und wie die normalen Nissan GT-R-Modelle außen befestigt, nicht innen. Ja. Guck mal, innen, außen, innen, außen. Ich finde das schon fetter. Ja. Meine Meinung. Hier so ein schöner Diffusor, vielleicht dahinter, darunter noch. Ja. Schweller, Frontspoiler-Lippe, Frontkotflügel. Also wie ich euch hier alles zeigen will, so arbeiten wir. Also wir machen zuerst, kommt eine Idee, ein Auto XY hier, Nissan GT-R Nismo, kommt ins Haus und dann zeichnen wir es erstmal in Photoshop. Dann, wenn uns das gefällt, wir sagen, okay, geil, wir bauen das. Auto wird gescannt, in 3D gezeichnet, gefräst oder per Hand modelliert, je nach wie der Aufwand ist. Ja, weil manche Teile sind sehr, sehr, sehr kompliziert zu fräsen, deswegen bauen wir die per Hand. Ja, wie es in anderen Videos auch ist. Aber das zum Thema Produktion etc. seht ihr in anderen Videos. So, das war's von Nissan GT-R Nismo von uns und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst uns einen Like da, einen Kommentar, aktiviert die Glocke, abonniert uns, empfehlt uns, ja, folgt uns auf Instagram, auf Facebook etc. und so weiter. Bis dann, danke, tschüss.